Smarana, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um die blauen Wesen, um den Neumond. Deswegen habe ich auch hinten das blaue Wasser gewählt, damit wir uns schon ein bisschen einstimmen können. Wir werden am Ende des Videos eine Botschaft von den blauen Wesen hören. Ja, und dann wollte ich euch auch noch erzählen, wie ich zu den blauen Wesen kam oder wie die blauen Menschen Kontakt zu mir aufgenommen haben. Das ist jetzt schon ungefähr 3 Jahre her. Ich war damals in Ägypten und habe die Tempelanlagen besucht. Und ich muss dazu sagen, ich wurde auf dieses Ereignis vorbereitet, denn ich war viele Jahre vorher bestimmt 2-3 Mal im Jahr in Ägypten. Das ist aber schon länger her. Und jetzt also vor 3 Jahren das letzte Mal. Und da wurde mir von den blauen Wesen so eine Verbindungslinie, eine energetische Verbindungslinie gelegt, so dass ich also einen intensiven Kontakt habe. Und zwar war das in einer Tempelanlage, wo ich mal so ein bisschen mehr Zeit für mich allein genommen habe. Und man sieht ja auch dort an den Steinfiguren sieht man ja auch die blauen Menschen, könnte man sagen. Man sieht also sogar noch die blaue Farbe teilweise. Und da ist so eine intensive Verbindung entstanden. Und ich habe diese Verbindung also gepflegt und immer noch. Und ja, ihr bekommt jetzt in diesem Video erstmals ein Channeling von den blauen Wesen. Aber jetzt möchte ich mich in erster Linie wieder dem Thema Neumond widmen, weil da gibt es ganz viele Dinge zu beachten. Und die blauen Wesen werden uns natürlich auch jetzt gerade in der Neumondzeit sehr gut helfen und unterstützen. Und ja, es geht um den Neumond, den 6. Oktober, der uns erwartet. Und es ist ein sehr wichtiger Tag, an dem wir viel für uns tun können, an dem wir viele Dinge lösen können. Es geht um die Beziehungen, die Beziehung zu dir selbst, wo du vielleicht nochmal schauen kannst, bin ich ehrlich zu mir selbst? Tue ich auch das, was mir gut tut? Lasse ich mich vielleicht unterdrücken oder mache ich Dinge, die eigentlich nur erwartet werden? Stehe ich zu mir selbst? Also diese Selbstreflexion wird an dem 6. Oktober sehr intensiv zu spüren sein. Dann natürlich auch von den Beziehungen, wenn man die insgesamt mal betrachtet, Beziehung zu deiner Familie. Ist alles in Ordnung? Gibt es irgendein Spannungsfeld? Was ist da, was dich belastet oder was vielleicht sogar die ganze Familie belastet? Das ist etwas, was hochkommen kann, wo sich etwas zeigen kann. In dem Moment wisst ihr, das liegt an der Mondenergie. Und wenn so etwas hochkommt, dann ist es auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das sofort aufzulösen oder auch leichter aufzulösen. Denn dafür ist die Energie da. Ja, die Beziehung zu deinen Lieben, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, all das spielt eine große Rolle von der Energie her, von der energetischen Unterstützung. Und so kann es natürlich da auch zu Spannungen kommen, aber es kann auch zu schönen Stunden kommen, je nachdem, wo du gerade stehst oder was für ein Thema ihr innerhalb der Familie habt. So wird sich das dann auf dich auswirken. Dann kann man noch weiter schauen, wie ist die Beziehung in dem Ort, wo du wohnst, wie ist es mit den Nachbarn? Ja, kommt ihr alle gut zurecht? Seid ihr liebevoll miteinander oder gibt es Nachbarn, die dir den letzten Nerv rauben? Das gibt es ja alles. Auch da wäre es möglich, Auflösungsrituale zu machen und diese Energien, die negativen Energien, einfach mal in Licht und Liebe umzuwandeln. Und das alles am Neumond. Also ich empfehle dir, wenn da irgendwas ist mit Nachbarn, weil ich weiß aus verschiedenen Telefonaten, dass es ein Thema sein kann. Also wenn da was ist, dann mach ein schönes Ritual. Und ich denke, wir werden auch nachher von dem blauen Wesen da eine Hilfestellung bekommen. Und dann guckst du noch
Wie ist die Beziehung zu der Stadt, also nicht nur zu den Nachbarn, sondern jetzt in der Stadt? Wie komme ich zurecht in der Stadt? Bin ich zufrieden? Ist alles so, wie es mir gefällt? Bin ich da richtig? Das wird also auch alles nochmal überprüft. Und dann kannst du auch noch gucken, wie ist die Beziehung bei meinem Arbeitgeber? Sind meine Kollegen, ist das alles ja im Lot oder gibt es Reibereien, gibt es Dinge, die sich da abspielen, die dir gar nicht gefallen? Vielleicht gibt es auch Mobbing, was dir jetzt dann erst richtig auffällt. Auch da solltest du also ehrlich zu dir sein, also überhaupt in diesen ganzen Beziehungen, die da das in dem Beziehungsthema, was da so auftaucht, solltest du versuchen, immer ehrlich zu dir zu sein, auch wenn sich's manchmal schwer anfühlt, wenn du, ja, wenn du denkst, oh je, so im Unterbewusstsein, ich bin doch gar nicht so, ja, oder das ist doch gar nicht so schlimm. Also beschönige lieber nichts, sondern schau genau hin, denn die Energien am 6. Oktober, die helfen dir dabei, die unterstützen dich, eine Klarheit zu bekommen. Und das ist wirklich sehr wichtig für jeden Einzelnen, denn dadurch entwickeln wir uns ja weiter. Die Beziehungen zum Arbeitgeber, zu den Arbeitskollegen, und dann kann man das noch weiter ausdehnen. Zum Beispiel die Beziehungen zur Gesellschaft. Gibt es Personengruppen, mit denen du weniger gut zurechtkommst? Gibt es Personengruppen in deiner Nähe, wo du dich vielleicht gerne anschließen wolltest? Solche Dinge solltest du einfach mal überprüfen, einfach mal drüber nachdenken und es vielleicht auch für dich analysieren. Dieses Beziehungsthema ist sehr wichtig, weil es geht eigentlich jeden Menschen an. Ja, es geht auch uns untereinander an, es geht auch mich an, wie stehe ich zu mir selbst, wie bin ich mit der Gesellschaft gerade konform oder gibt es da was? Also stell dir diese Fragen einfach und schau mal, was du da für Antworten bekommst, und hab keine Angst, habe Mut, dir wirklich selbst einmal in die Augen zu schauen und dann auch festzustellen, wo ist etwas, was ich gerne ändern möchte, oder wo ist etwas, wo ich noch Hilfe brauche, wo ich Hilfe und Unterstützung brauche. Auch das kann man sich erholen, und diese Klarheit, die bekommst du also am Neumond. Und der Neumond ist ja auch immer etwas zum Neubeginn, zum Neuanfangen und zum Manifestieren. Und das ist natürlich was ganz Wichtiges. Also, und wenn du nun diese Dinge alle gefunden hast, die dich jetzt blockieren, oder also diese negativen Dinge entdeckt hast, die noch nicht im Gleichgewicht sind, dann bitte schau genau hin und hinterfrage jeden Punkt, so damit du für dich selbst eine Klarheit bekommst. Und dann kannst du auch genau abwägen, will ich den Weg so weitergehen in dieser einen Beziehung oder will ich da einen anderen Weg einschlagen? Und glaube mir, deine Entscheidung wird richtig sein. Du kannst nichts falsch machen, denn in dem Moment, wo du auf dein Herz hörst, ist auch alles in Ordnung. Und dann in dem Moment, wo du auf dein Herz hörst, führt dich ja deine Seele. Und die innigste Beziehung zu deiner Seele, die zeigt dir immer genau, was richtig und gut für dich ist. Also von daher, trenne dich vom Verstand, lass den Verstand, soweit es geht, einfach auf der Seite. Denn der Verstand ist immer der Zweifler. Der Verstand oder ist meistens derjenige, der dich unsicher macht und vielleicht sogar von dem Weg abbringt und einen Umweg machen lässt. Und diesen Umweg, das kann immer wieder passieren, dass man Umwege macht und dann eben nochmal von vorne anfängt. Also ist ganz wichtig, dass du tatsächlich auf dein Herz hörst und wirklich zu denken aufhörst. Hör auf zu denken, weil das Denken ist nicht in jedem Bereich gut. Es gibt Bereiche, wo es ganz wichtig ist zu denken, ganz klar. Aber wenn es um diese spirituellen Dinge geht, solltest du tatsächlich mit dem Herzen fühlen, entscheiden und handeln. Das ist der Weg, das ist unser aller Weg, und dann sind wir auch göttlich geführt. Was du machen kannst, also wenn du dann so ein Ritual gemacht hast, ein Auflösungsritual, dann solltest du danach was Wundervolles, Schönes machen. Geh irgendwas,
was dir besonders viel Spaß macht. Geh dorthin und tu es einfach, denn das wird dich so ins Gleichgewicht bringen, das wird dich so sehr in die Mitte bringen, dass du dadurch kräftig bist und auch ganz viel Kraft schöpfen kannst. Und das ist ja wichtig, denn mit viel Kraft fällt alles leichter. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass du deine Kraft fokussieren kannst auf deine Ziele, dann wirst du da sehr viel Elan dafür haben. Denn auch die Manifestation des Neuen ist also am Vollmond, am Neumond für dich da. Und da solltest du also genau drauf achten. Denn dadurch, ja, dadurch hast du die kosmische Energie zu deiner Verfügung. Und der Mond ist ja sehr eng mit der Erde verbunden und beeinflusst uns, ob wir es wollen oder nicht. Und dann ist es immer gut, wenn du ganz bewusst in diese Energie gehst und dadurch dann auch wirklich sehr reich beschenkt wirst von dem Mond und da eben dann dein Weg viel leichter sein wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Also höre auf zu zweifeln. Höre auf, in dieses Gedankenkarussell hineinzugehen, was dich immer wieder die gleichen Fragen wiederholen lässt, weil das ist etwas, wo du sowieso keine Lösung finden wirst. Du rotierst praktisch immer mit diesen gleichen Fragen und Zweifeln und belastest dich und entziehst dir Energie letztendlich. Und genau das ist es ja, was dich dann schwach macht, wo du vielleicht müde wirst und einfach, ja, gar keine Lust mehr hast, irgendwas zu tun. Das kann auch passieren. Aber wenn du dich fokussierst auf das Positive, auf die Kraft und aufhörst zu denken, dann geht alles leichter. Ich finde es immer so witzig mit diesem Denken und mit dem Verstand, weil wir ja ganz anders erzogen wurden. Wir sind ja so erzogen worden, dass wir ständig denken und über alles nachdenken und der klare Verstand das Wichtigste ist. Aber in der Spiritualität ist es eben anders. Ja, und dieses Auflösungsritual werden wir von dem blauen Wesen bekommen und ich freue mich sehr darauf. Es geht um eine Botschaft aus der Innererde für euch, die euch durch meinen Kanal zur Verfügung gestellt wird. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu schreibt, denn diese Botschaften sind etwas ganz Besonderes, ihr Lieben. Und ja, so freue ich mich darauf und wir werden jetzt auch gleich beginnen. Macht's euch gemütlich, legt euch hin, wenn ihr könnt. Und wer Kopfhörer auf hat, kann auch Kopfhörer aufsetzen und ja, genießt die Energien. Und wichtig ist es wirklich bei so einer Botschaft, wenn die kommt, dass ihr euch einfach fallen lasst in die Energie, dass ihr wirklich mal versucht, die Kontrolle aufzugeben und den Verstand dadurch still werden lasst. Also Kontrolle aufgeben, nichts mehr nachprüfen, einfach mal so gehen lassen, einfach mal genießen, ihr Lieben. Und wer mich von euch noch nicht kennt, ich bin Monika Nerianna Kardinal, CEO von der Smarana Gruppe, die in Europa durch ihre Partner vertreten ist. Und die Smarana Gruppe ist einer der größten Videoanbieter im Webinarbereich. Ihr könnt bei uns so viele Webinare machen und euer Bewusstsein erweitern. Und wenn ihr weiterhin ganz wichtige Nachrichten auf YouTube von mir erhalten möchtet, dann bitte abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr dann immer sofort erinnert werdet, wenn ich was gepostet habe. Und liken dürft ihr natürlich auch. Das würde mich sehr freuen, denn so ist das Video, bekommt es eine positive Ausstrahlung auch noch, ihr Lieben. Es gibt in letzter Zeit neue Nachrichten auf Telegram über andere Themen, die auch sehr wichtig für uns sind. Also komm bitte zu Telegram und höre dir da auch an, was ich in Videos posten werde. So, und jetzt fließt schon die Energie ein. Es kommt also ganz viel Energie zu uns und ich werde mich jetzt vorbereiten und einstimmen auf die wundervolle Meditation oder auf die Botschaft. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Ich sprühe mich mal ein mit der Energie der blauen Wesen. Und so ist der Kontakt nämlich viel leichter. Ich schicke euch auch ein bisschen rüber,
von dieser Energie. Ja, und jetzt geht's gleich los. Geliebte Wesen von Mutter Erde, wir freuen uns sehr, dass die Zeit gekommen ist, wo wir zusammen kommunizieren können. Wir haben lange darauf gewartet und jetzt dürfen wir an die Öffentlichkeit treten. Und so freuen wir uns, dass wir deinen Geist und deine Seele erreichen. Wir möchten dir, bevor wir beginnen, kleine Hinweise geben, wie du mit uns in Kontakt kommen kannst. Es geht am leichtesten über die Farbe Blau. Die Farbe Blau findest du am Himmel. Findest du im Wasser. Und das Wasser ist ein sehr großer Bestandteil von Mutter Erde. Das Wasser ist auch ein sehr großer Bestandteil von deinem Körper. Und so kannst du vielleicht schon verstehen, wie wichtig es ist, sich über das Wasser und die blaue Farbe zu verbinden. Blau ist die Farbe, welche eine Freiheit in sich trägt. Blau ist die Farbe, welche unbegrenzt bis in die Ferne hineinreicht und dir zeigt, dass alles möglich ist. Blau ist die Farbe, welche deine Erde schützend umspannt, wenn der Himmel blau ist. Und sich über die tiefen Seen und der Meere ausdehnt. Blau ist die Farbe der Sehnsucht, der Wunder und des Träumens. Blau ist eine göttliche Farbe und sie vereint uns jetzt auch in diesem Moment. Und vielleicht spürst du, wie dich nun die Energie des Wassers und der blauen Farbe erreichen. Denn nun sind wir ganz bei dir. Wir sind ganz nah bei dir. Wir sehen dich und wir hören dich. Wir sehen deine Sonnenseite und wir sehen deine Schattenseite. Und gerade jetzt in dieser Energie ist es wichtig, sich seiner Schattenseite zu stellen. Denn die Schattenseite wird sich auflösen, sobald du sie anerkennst. Sobald du sie zulässt, denn sie ist sowieso bei dir, ein Teil von dir. Und so, ihr Wesen der Erde, wir sind immer mit euch verbunden und wir beobachten euch. Heute bekommst du eine Hilfestellung, welche dich unterstützt, alte Dinge aufzulösen, welche dir nicht mehr dienlich sind, welche dich unterstützt, deine Beziehungen zu heilen. Denn
Die Menschen sind soziale Wesen. Und deswegen sind Beziehungen untereinander sehr wichtig. Auch die Beziehung zu uns ist wichtig. Und so dient das Ritual, welches wir gleich mit dir machen, für uns alle. So gehe nun in deine Achtsamkeit. Gehe dort hinein und erlaube dir, deine Schattenseite zu sehen. Erlaube dir wahrzunehmen, was sich dort versteckt hat, welche unbewussten oder bewussten Blockaden sich dort befinden. Du darfst sie nun alle nach oben kommen lassen. Und nun bitten wir dich, folgende Worte nachzusprechen. Später kannst du dieses Ritual mit deinen eigenen Worten so umstellen, wie es dir gefällt. Doch nun werden wir zusammen dieses heilige Ritual vollziehen. Und so beginne nun zu sprechen. Sage deinen Namen. Ich, deinen Namen, vergebe mir für alles, was geschehen ist und hinderlich für mich war. Ich vergebe aus tiefstem Herzen, wenn eine Beziehung durch mich belastet wurde. Und ich vergebe mir dafür, dass ich es nicht gespürt habe und dass ich so reagiert habe. Ich vergebe all den Situationen, die entstanden sind, weil ich falsch reagiert habe, weil ich etwas sagte, was hinderlich war und vielleicht andere Menschen verletzt hat. Ich vergebe mir, dass ich so schusselig war und dadurch Unachtsamkeit entstanden ist. Ich vergebe allen Tieren, allen lebenden Wesen auf der Erde, wenn ich in einer Situation war und so ein Wesen dadurch Schaden erlitt. Ich vergebe dies aus der tiefsten Tiefe meines Herzens. Und ich vergebe mir dafür, wenn ich die Natur geschädigt habe, bewusst oder unbewusst. Ich vergebe mir, dass ich dies nicht wahrgenommen habe in diesem Augenblick, wenn ich etwas tat, was nicht dienlich war. Und so bitte ich nun, auch die Natur mir zu vergeben. Ich bitte die Natur mir für alles, was ich vielleicht angerichtet habe, was nicht in Ordnung war, zu vergeben, aus tiefstem Herzen, in der größten Achtsamkeit. Und ich bitte auch alle Tiere, mir zu vergeben für alles, was ich getan habe, was nicht in Ordnung war. Für das Leid, was ich vielleicht begangen habe, ich bitte um Vergebung.
und ich bitte alle Menschen, denen ich Unrecht getan habe, welche ich belastet habe, mit Dingen, die nicht rechtens waren. Ich bitte aus der tiefsten Tiefe meines Herzens um Vergebung. Und ich bitte Mutter Erde um Vergebung für alles, was ich wissentlich oder unwissentlich getan habe, was hinderlich war für Mutter Erde. Ich bitte um Vergebung. Und ich möchte auch mir vergeben für alles, was ich Mutter Erde unbewusst oder bewusst angetan habe, was nicht dienlich war. Und nun kommen wir, die blauen Wesen aus der Innererde, zu dir. Wir nehmen all die Energien von dir weg, welche du trägst, weil sie sich jetzt gezeigt haben. All das, worum du um Vergebung batest, all diese großen, schweren Lasten nehmen wir von dir und wandeln sie für dich in Liebe und Licht um. Und so fühlst du vielleicht jetzt, wie die große Vergebung geschieht. Es ist ein riesiger Reinigungsprozess, welchen du durchläufst, welcher zu deinem höchsten Gut für dich wirkt. Und wenn du nun dein inneres Auge in die Flüsse, in die Meere und Seen deiner Erde betrachtest, hineinschaust, dann spürst du unsere Nähe, denn wir sind bei dir und wir reinigen mit all den Worten, die du gesagt hast, Mutter Erde. Wir sind dafür da, für Mutter Erde zu sorgen und auch gleichzeitig für dich zu sorgen. Und damit auch alles seine Richtigkeit hat, werden wir dich jetzt erden. Wir werden dich intensiv mit Mutter Erde verbinden. Denn das ist deine Mutter. Du wohnst hier. Du wirst von ihr gepflegt, verpflegt und geliebt. Und so verlassen wir dich jetzt wieder in dem Wissen, dass dir Gutes geschah. Und nun darfst du langsam wieder in deine Dimension hinein eintauchen, deinen Körper wieder fühlen, Hände und Füße zu bewegen, um dann in deiner eigenen Geschwindigkeit deine Augen zu öffnen. Ich denke, du bist jetzt wieder da.
und hast vielleicht auch diese ganz große Liebe und diese ganz große Kraft gespürt. Es ist eine ganz andere Energie, als wie wir sie normalerweise kennen. Und wenn du dir noch etwas Gutes tun möchtest, dann schreibe auf einen Zettel all das, was gerade aufgelöst wurde. Schreib das alles auf, verbrenne es. Denn mit dem Verbrennen entsteht die komplette Auflösung. Tu es vielleicht im Garten, wenn du einen hast. Tu es auf jeden Fall in der Natur, aber pass auf, dass du keinen Brand anfachst. Tu es in der Natur, wenn es dir möglich ist. Dann werden die blauen Wesen, die werden es sehen. Und das kleine Licht des Feuers hinauftragen in das Universum, sodass ich endgültig alles auflösen kann. Ich bin noch ganz verbunden, ich bin noch ganz eng mit diesen wundervollen Wesen zusammen, ihr Lieben. Und wenn ihr mehr Botschaften von ihnen hören wollt, dürft ihr mir gerne schreiben, unten im Chat. Ich wünsche euch eine wunderschöne, leichte Zeit. Löst einfach alles auf. Jetzt ist die Gelegenheit, all das, was sich zeigt, aufzulösen. Und es wird bestimmt gut werden. Also, bis dann. Tschüss.